Sportlerinnen aus der ehemaligen Sowjetunion zu sehen sein unter ihren neuen Nationen starten, aus der Ukraine, aus Weißrussland, was wir hier schon erleben, aus Moldawien, aus Litauen, Lettland. Und wenn man sich ausmalt, dass all diejenigen oder viele von denen, die jetzt hier am Start sind, früher nicht mal den Hauch einer Chance gehabt haben, in die sowjetische Mannschaft zu kommen, dann muss man sich, kann man sich ausmalen, wie riesengroß das Potenzial in all den Jahren immer war. Man sieht das auch schon an den Namen, die dahinter kommen, an Svetlana Tarasevich aus Weißrussland zum Beispiel, auch Nadzeja Tarvida aus Litauen, aber vor allem natürlich an den vorderen Platzierten, an Lilia Podkopaeva, die schon auf dem Hosenboden landete und deshalb nur auf Rang 8 steht im Augenblick. Natalia Kalinina aus der Ukraine ist fünfte, Irina Bulyakova aus der Ukraine ist vierte. Und vor allem natürlich auch darf man zählen auf Dina Kochetkova aus Russland. Dina Kochetkova kann noch mitreden. Ja.